Grüß euch, ich bin der Franz Daniel, ich bin 24 Jahre und habe jetzt gerade bei der Salzburger AG meine Lehre als Anlage- und Betriebselektriker und Maschinenbautechniker abgeschlossen. Wir sind da jetzt in der Zentralwerkstatt der Salzburger AG, wo man einen großen Teil der Ausbildung verbringt. Da herinnen lernt man die grundsätzliche Bearbeitung von Metall, die verschiedenen Metalle auseinander kennen, sprich Metallurgie. Man lernt dann auch den Umgang mit verschiedensten Maschinen und man wird auch gebührend auf die Berufsschule vorbereitet. Wichtige Sachen, was man mitbringen sollte in die Lehre, sind Interesse generell an Arbeit, an Praktischen. Man soll was mit den Händen machen wollen. Man soll sich für Elektrotechnik, für Metall interessieren und einfach wirklich ein Praktiker sein. Für die Salzburger AG als Arbeitgeber habe ich mich hauptsächlich deswegen entschieden, weil es ein großes Unternehmen ist mit breit gefächerten Interessen. Jedes Jahr wird ein Lehrlingsaktionstag veranstaltet und zusätzlich dazu auch noch ein Lehrlingsausflug. Nachdem wir in der Salzburger AG ein großes Unternehmen sind, findet die Ausbildung nicht nur darinnen in der Zentralwerkstätte statt, sondern auch zum Beispiel in einem Umspannwerk oder in einem Kraftwerk. Wir sind jetzt im Umspannwerk in Hagenau und da sind mehrere Arbeiten durchzuführen. Unter anderem gehört da die Schalterwartung dazu. Und zwar muss man dazu die Isolatoren reinigen von den Schaltern. Es müssen alle Klemmen und Schrauben nachgezogen werden mit einem entsprechenden Drehmoment, damit gesichert ist, dass die nicht aufgehen. Wir sind da jetzt im Heizkraftwerk Mitte, genauer gesagt in der Warte, von wo aus der Betrieb des Kraftwerks gesteuert wird. Da herinnen sitzen unsere Wärter an ihre Computer und sorgen dafür, dass alles läuft, wie es laufen soll. Wir befinden uns jetzt im Prüflabor, dem Bereich, wo ich in meiner Lehre relativ viel Zeit verbringe. Da herunten werden Sensoren überprüft, damit die dann später wieder in die SPS eingebunden werden können und überhaupt einmal ein Bild entsteht in der Warte. Ich habe nach der Matura an der AHS da in der Salzburg AG meine Lehre abgeschlossen und möchte jetzt noch einen Master machen, damit ich mich beruflich verwirklichen kann.